Die 10 beliebtesten Ausbildungen in Deutschland. In Deutschland gibt es viele verschiedene Ausbildungen, die jungen Menschen helfen, eine erfolgreiche Karriere zu starten. Hier sind die 10 beliebtesten Ausbildungen, die viele Chancen bieten. Kaufmann oder Kauffrau im Einzelhandel. Diese Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. In dieser Zeit lernt man, wie man Waren verkauft, Kunden berät und mit Geld umgeht. Man arbeitet meistens in Geschäften wie Supermärkten, Modegeschäften oder Elektronikläden. Zu den Ausbildungsinhalten gehören Verkaufsstrategien, Warenkunde und Kundenkommunikation. Nach der Ausbildung gibt es viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, zum Beispiel zum Filialleiter oder zur Handelsfachwirtin. Man kann in fast allen Branchen arbeiten, die Produkte direkt an Kunden verkaufen. Industriemechaniker oder Industriemechanikerin. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Industriemechaniker arbeiten in großen Fabriken und sind für den Bau und die Reparatur von Maschinen verantwortlich. Während der Ausbildung lernt man viel über Technik, Metallbearbeitung und Maschinenbau. Man arbeitet oft mit großen Maschinen und ist für die Instandhaltung der Anlagen zuständig. Später kann man in verschiedenen Branchen arbeiten, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in der Luftfahrt. Die Arbeit ist vielseitig und bietet gute Verdienstmöglichkeiten. Kfz-Mechatroniker oder Mechatronikerin. Wenn du Autos liebst, ist diese 3,5-jährige Ausbildung genau das Richtige für dich. Kfz-Mechatroniker reparieren Autos, führen Inspektionen durch und sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Du lernst alles über Motoren, Elektronik und Mechanik. Nach der Ausbildung kannst du in Werkstätten, bei Autohändlern oder in der Automobilindustrie arbeiten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich auf bestimmte Fahrzeugtypen zu spezialisieren, wie zum Beispiel auf Elektrofahrzeuge oder Motorräder. Fachinformatiker oder Fachinformatikerin. Diese Ausbildung dauert 3 Jahre und bietet verschiedene Fachrichtungen wie Anwendungsentwicklung, Systemintegration oder Daten- und Prozessanalyse. Du lernst, wie man Software entwickelt, Netzwerke einrichtet und IT-Probleme löst. Die Ausbildung ist sehr praxisnah und du arbeitest oft direkt in IT-Projekten mit. Fachinformatiker sind in der heutigen digitalen Welt sehr gefragt. Und es gibt viele Möglichkeiten, in Unternehmen, IT-Firmen oder auch als Freelancer zu arbeiten. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind ausgezeichnet, besonders in Zeiten der Digitalisierung. Erzieher oder Erzieherin. Erzieher kümmern sich um Kinder in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen. Die Ausbildung dauert in der Regel 5 Jahre, da sie oft eine schulische Ausbildung ist, die von Praktika begleitet wird. Man lernt, wie man Kinder fördert, Aktivitäten plant und mit Eltern zusammenarbeitet. Erzieher spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Nach der Ausbildung gibt es viele Weiterbildungsoptionen, wie zum Beispiel die Spezialisierung auf bestimmte Altersgruppen oder auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Der Beruf ist erfüllend und bietet viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Elektroniker oder Elektronikerin für Betriebstechnik. In dieser 3,5-jährigen Ausbildung lernst du, elektrische Anlagen in Fabriken und großen Gebäuden zu installieren, zu warten und zu reparieren. Elektroniker sind wichtig für den Betrieb von Maschinen und technischen Anlagen. Während der Ausbildung lernst du, Schaltpläne zu lesen, elektrische Systeme zu testen und Fehler zu beheben. Nach der Ausbildung kann man in der Industrie, bei Energieversorgern oder in großen Unternehmen arbeiten. Die Arbeit ist technisch anspruchsvoll und bietet gute Karrieremöglichkeiten. Krankenpfleger oder Krankenpflegerin. Diese Ausbildung dauert 3 Jahre und ist sehr praxisorientiert. Du lernst, wie man Patienten pflegt, Medikamente verabreicht und medizinische Geräte bedient. Pflegekräfte arbeiten in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder ambulanten Pflegediensten. Der Beruf ist körperlich und emotional anspruchsvoll, aber auch sehr lohnend, da man direkt Menschen hilft.
Nach der Ausbildung gibt es viele Weiterbildungen, zum Beispiel in der Intensivpflege oder als Pflegefachkraft für bestimmte Bereiche wie die Altenpflege oder Kinderkrankenpflege. Koch oder Köchin? Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Köche arbeiten in Restaurants, Hotels oder Kantinen und sind für die Zubereitung von Speisen verantwortlich. Du lernst alles über Zutaten, Rezepte und Küchentechniken. Die Arbeit kann stressig sein, besonders in großen Küchen und bei hohem Gästeaufkommen, aber sie ist auch kreativ und abwechslungsreich. Köche haben auch die Möglichkeit, sich zum Küchenchef weiterzubilden oder sich auf bestimmte Küchen zu spezialisieren, wie die italienische, französische oder asiatische Küche. Bankkaufmann oder Bankkauffrau. Diese 3-jährige Ausbildung bereitet dich auf die Arbeit in Banken und Finanzinstituten vor. Du lernst, wie man Kunden in Geldangelegenheiten berät, Konten verwaltet und Finanzprodukte verkauft. Die Ausbildung kombiniert theoretisches Wissen mit praktischen Erfahrungen in einer Bankfiliale. Nach der Ausbildung kannst du in Banken, Sparkassen oder bei Versicherungen arbeiten. Es gibt viele Aufstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel zum Finanzberater oder Filialleiter. Ein sicherer Arbeitsplatz und gute Verdienstmöglichkeiten machen diesen Beruf besonders attraktiv. Mediengestalter oder Mediengestalterin, digital und Print. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und ist ideal für kreative Köpfe. Mediengestalter entwerfen Webseiten, Broschüren, Poster und vieles mehr. Du lernst, wie man Designprogramme benutzt und Projekte von der Idee bis zum fertigen Produkt umsetzt. Die Arbeit ist sehr kreativ und erfordert ein gutes Auge für Details und Design. Nach der Ausbildung kann man in Werbeagenturen, Verlagen oder Medienunternehmen arbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, sich auf bestimmte Bereiche zu spezialisieren, wie zum Beispiel Animation oder Webdesign. Jede dieser Ausbildungen bietet dir gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Es ist wichtig, etwas zu finden, das deinen Interessen entspricht und in dem du dich weiterentwickeln kannst. Mit einer guten Ausbildung legst du den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft in Deutschland. Die Karriere. Sie plant, eine erfolgreiche Karriere im Marketing zu machen. Der Kaufmann. Der Kaufmann arbeitet in einem großen Geschäft. Das Geschäft. Das Geschäft hat viele Kunden. Der Supermarkt. Im Supermarkt gibt es eine große Auswahl an Produkten. Der Industriemechaniker. Der Industriemechaniker repariert Maschinen in der Fabrik. Die Fabrik. Die Fabrik produziert täglich tausende Produkte. Die Reparatur. Die Reparatur des Autos dauert 2 Tage. Der Kfz-Mechatroniker. Der Kfz-Mechatroniker repariert Autos und Motorräder. Das Motorrad. Das Motorrad ist schnell und modern. Der Fachinformatiker. Der Fachinformatiker arbeitet an Softwarelösungen für Unternehmen. Das Unternehmen? Das Unternehmen hat viele internationale Kunden. Der Erzieher? Der Erzieher arbeitet in einem Kindergarten. Der Kindergarten? Der Kindergarten hat einen schönen Spielplatz. Der Elektroniker. Der Elektroniker installiert und wartet technische Geräte. Das Gebäude. Das Gebäude ist groß und modern. Der Krankenpfleger. Der Krankenpfleger kümmert sich um die Patienten. Der Patient. Der Patient muss seine Medikamente regelmäßig einnehmen.
Das Medikament. Das Medikament hilft dem Patienten, sich besser zu fühlen. Das Krankenhaus. Im Krankenhaus werden die Patienten rund um die Uhr versorgt. Das Pflegeheim. Das Pflegeheim bietet älteren Menschen Unterstützung im Alltag. Der Koch. Der Koch bereitet jeden Tag frische Gerichte zu. Der Bankkaufmann. Der Bankkaufmann berät Kunden in finanziellen Angelegenheiten. Der Kunde. Der Kunde möchte mehr über die Angebote erfahren. Der Mediengestalter. Der Mediengestalter entwirft Designs für verschiedene Projekte. Die Werbeagentur. Die Werbeagentur plant eine neue Kampagne. Abwechslungsreich. Die Arbeit als Koch ist abwechslungsreich und kreativ. Reparieren. Der Mechaniker repariert das defekte Motorrad. Entwerfen. Sie entwirft ein neues Design für die Webseite. In Deutschland gibt es viele verschiedene Ausbildungen, die jungen Menschen helfen, eine erfolgreiche Karriere zu starten. In Deutschland gibt es viele verschiedene Ausbildungen, die jungen Menschen helfen, eine erfolgreiche Karriere zu starten. Hier sind die 10 beliebtesten Ausbildungen, die viele Chancen bieten. Hier sind die 10 beliebtesten Ausbildungen, die viele Chancen bieten. Kaufmann oder Kauffrau im Einzelhandel. Kaufmann oder Kauffrau im Einzelhandel. Diese Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. Diese Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. In dieser Zeit lernt man, wie man Waren verkauft, Kunden berät und mit Geld umgeht. In dieser Zeit lernt man, wie man Waren verkauft, Kunden berät und mit Geld umgeht. Man arbeitet meistens in Geschäften wie Supermärkten, Modegeschäften oder Elektronikläden. Man arbeitet meistens in Geschäften wie Supermärkten, Modegeschäften oder Elektronikläden. Zu den Ausbildungsinhalten gehören Verkaufsstrategien, Warenkunde und Kundenkommunikation. Zu den Ausbildungsinhalten gehören Verkaufsstrategien, Warenkunde und Kundenkommunikation. Nach der Ausbildung gibt es viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Nach der Ausbildung gibt es viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Zum Beispiel zum Filialleiter oder zur Handelsfachwirtin. Zum Beispiel zum Filialleiter oder zur Handelsfachwirtin. Man kann in fast allen Branchen arbeiten, die Produkte direkt an Kunden verkaufen. Man kann in fast allen Branchen arbeiten, die Produkte direkt an Kunden verkaufen. Industriemechaniker oder Industriemechanikerin. Industriemechaniker oder Industriemechanikerin. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Industriemechaniker arbeiten in großen Fabriken. Industriemechaniker arbeiten in großen Fabriken und sind für den Bau und die Reparatur von Maschinen verantwortlich. Und sind für den Bau und die Reparatur von Maschinen verantwortlich. Während der Ausbildung lernt man viel über Technik, Metallbearbeitung und Maschinenbau. Während der Ausbildung lernt man viel über Technik, Metallbearbeitung und Maschinenbau. Man arbeitet oft mit großen Maschinen und ist für die Instandhaltung der Anlagen zuständig. Man arbeitet oft mit großen Maschinen und ist für die Instandhaltung der Anlagen zuständig.
Später kann man in verschiedenen Branchen arbeiten. Später kann man in verschiedenen Branchen arbeiten. Wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in der Luftfahrt. Wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in der Luftfahrt. Die Arbeit ist vielseitig und bietet gute Verdienstmöglichkeiten. Die Arbeit ist vielseitig und bietet gute Verdienstmöglichkeiten. Kfz-Mechatroniker oder Mechatronikerin. Kfz-Mechatroniker oder Mechatronikerin. Wenn du Autos liebst, ist diese 3,5-jährige Ausbildung genau das Richtige für dich. Wenn du Autos liebst, ist diese 3,5-jährige Ausbildung genau das Richtige für dich. Kfz-Mechatroniker reparieren Autos, führen Inspektionen durch und sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Kfz-Mechatroniker reparieren Autos, führen Inspektionen durch und sorgen dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Du lernst alles über Motoren, Elektronik und Mechanik. Du lernst alles über Motoren, Elektronik und Mechanik. Nach der Ausbildung kannst du in Werkstätten, bei Autohändlern oder in der Automobilindustrie arbeiten. Nach der Ausbildung kannst du in Werkstätten, bei Autohändlern oder in der Automobilindustrie arbeiten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich auf bestimmte Fahrzeugtypen zu spezialisieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich auf bestimmte Fahrzeugtypen zu spezialisieren. Wie zum Beispiel auf Elektrofahrzeuge oder Motorräder. Wie zum Beispiel auf Elektrofahrzeuge oder Motorräder. Fachinformatiker oder Fachinformatikerin. Fachinformatiker oder Fachinformatikerin. Diese Ausbildung dauert 3 Jahre und bietet verschiedene Fachrichtungen. Diese Ausbildung dauert 3 Jahre und bietet verschiedene Fachrichtungen wie Anwendungsentwicklung, Systemintegration oder Daten- und Prozessanalyse. Wie Anwendungsentwicklung, Systemintegration oder Daten- und Prozessanalyse. Du lernst, wie man Software entwickelt, Netzwerke einrichtet und IT-Probleme löst. Du lernst, wie man Software entwickelt, Netzwerke einrichtet und IT-Probleme löst. Die Ausbildung ist sehr praxisnah. Die Ausbildung ist sehr praxisnah. Und du arbeitest oft direkt in IT-Projekten mit. Und du arbeitest oft direkt in IT-Projekten mit. Fachinformatiker sind in der heutigen digitalen Welt sehr gefragt. Fachinformatiker sind in der heutigen digitalen Welt sehr gefragt. Und es gibt viele Möglichkeiten, in Unternehmen, IT-Firmen oder auch als Freelancer zu arbeiten. Und es gibt viele Möglichkeiten, in Unternehmen, IT-Firmen oder auch als Freelancer zu arbeiten. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind ausgezeichnet. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind ausgezeichnet. Besonders in Zeiten der Digitalisierung. Besonders in Zeiten der Digitalisierung. Erzieher oder Erzieherin. Erzieher oder Erzieherin. Erzieher kümmern sich um Kinder in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen. Erzieher kümmern sich um Kinder in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen. Die Ausbildung dauert in der Regel 5 Jahre. Die Ausbildung dauert in der Regel 5 Jahre, da sie oft eine schulische Ausbildung ist, die von Praktika begleitet wird. Da sie oft eine schulische Ausbildung ist, die von Praktika begleitet wird.
Man lernt, wie man Kinder fördert, Aktivitäten plant und mit Eltern zusammenarbeitet. Man lernt, wie man Kinder fördert, Aktivitäten plant und mit Eltern zusammenarbeitet. Erzieher spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Erzieher spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Nach der Ausbildung gibt es viele Weiterbildungsoptionen. Nach der Ausbildung gibt es viele Weiterbildungsoptionen. Wie zum Beispiel die Spezialisierung auf bestimmte Altersgruppen. Wie zum Beispiel die Spezialisierung auf bestimmte Altersgruppen oder auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Oder auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Der Beruf ist erfüllend und bietet viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Der Beruf ist erfüllend und bietet viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Elektroniker oder Elektronikerin für Betriebstechnik. Elektroniker oder Elektronikerin für Betriebstechnik. In dieser 3,5-jährigen Ausbildung lernst du, elektrische Anlagen in Fabriken und großen Gebäuden zu installieren, zu warten und zu reparieren. In dieser 3,5-jährigen Ausbildung lernst du, elektrische Anlagen in Fabriken und großen Gebäuden zu installieren, zu warten und zu reparieren. Elektroniker sind wichtig für den Betrieb von Maschinen und technischen Anlagen. Elektroniker sind wichtig für den Betrieb von Maschinen und technischen Anlagen. Während der Ausbildung lernst du, Schaltpläne zu lesen. Während der Ausbildung lernst du, Schaltpläne zu lesen, elektrische Systeme zu testen und Fehler zu beheben. Elektrische Systeme zu testen und Fehler zu beheben. Nach der Ausbildung kann man in der Industrie, bei Energieversorgern oder in großen Unternehmen arbeiten. Nach der Ausbildung kann man in der Industrie, bei Energieversorgern oder in großen Unternehmen arbeiten. Die Arbeit ist technisch anspruchsvoll und bietet gute Karrieremöglichkeiten. Die Arbeit ist technisch anspruchsvoll und bietet gute Karrieremöglichkeiten. Krankenpfleger oder Krankenpflegerin. Krankenpfleger oder Krankenpflegerin. Diese Ausbildung dauert 3 Jahre und ist sehr praxisorientiert. Diese Ausbildung dauert 3 Jahre und ist sehr praxisorientiert. Du lernst, wie man Patienten pflegt, Medikamente verabreicht und medizinische Geräte bedient. Du lernst, wie man Patienten pflegt, Medikamente verabreicht und medizinische Geräte bedient. Pflegekräfte arbeiten in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder ambulanten Pflegediensten. Pflegekräfte arbeiten in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder ambulanten Pflegediensten. Der Beruf ist körperlich und emotional anspruchsvoll. Der Beruf ist körperlich und emotional anspruchsvoll, aber auch sehr lohnend, da man direkt Menschen hilft. Aber auch sehr lohnend, da man direkt Menschen hilft. Nach der Ausbildung gibt es viele Weiterbildungen. Nach der Ausbildung gibt es viele Weiterbildungen. Zum Beispiel in der Intensivpflege oder als Pflegefachkraft für bestimmte Bereiche. Zum Beispiel in der Intensivpflege oder als Pflegefachkraft für bestimmte Bereiche, wie die Altenpflege oder Kinderkrankenpflege. Wie die Altenpflege oder Kinderkrankenpflege. Koch oder Köchin. Koch oder Köchin. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Köche arbeiten in Restaurants, Hotels oder Kantinen.
Köche arbeiten in Restaurants, Hotels oder Kantinen und sind für die Zubereitung von Speisen verantwortlich. Du lernst alles über Zutaten, Rezepte und Küchentechniken. Die Arbeit kann stressig sein. Besonders in großen Küchen und bei hohem Gästeaufkommen. Aber sie ist auch kreativ und abwechslungsreich. Köche haben auch die Möglichkeit, sich zum Küchenchef weiterzubilden. Oder sich auf bestimmte Küchen zu spezialisieren. Wie die italienische, französische oder asiatische Küche. Bankkaufmann oder Bankkauffrau. Diese dreijährige Ausbildung bereitet dich auf die Arbeit in Banken und Finanzinstituten vor. Du lernst, wie man Kunden in Geldangelegenheiten berät, Konten verwaltet und Finanzprodukte verkauft. Die Ausbildung kombiniert theoretisches Wissen mit praktischen Erfahrungen in einer Bankfiliale. Nach der Ausbildung kannst du in Banken, Sparkassen oder bei Versicherungen arbeiten. Es gibt viele Aufstiegsmöglichkeiten. Zum Beispiel zum Finanzberater oder Filialleiter. Ein sicherer Arbeitsplatz und gute Verdienstmöglichkeiten machen diesen Beruf besonders attraktiv. Mediengestalter oder Mediengestalterin. Digital und Print. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und ist ideal für kreative Köpfe. Mediengestalter entwerfen Webseiten, Broschüren, Poster und vieles mehr. Du lernst, wie man Designprogramme benutzt und Projekte von der Idee bis zum fertigen Produkt umsetzt. Die Arbeit ist sehr kreativ und erfordert ein gutes Auge für Details und Design. Nach der Ausbildung kann man in Werbeagenturen, Verlagen oder Medienunternehmen arbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, sich auf bestimmte Bereiche zu spezialisieren. Wie zum Beispiel Animation oder Webdesign. Jede dieser Ausbildungen bietet dir gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Jede dieser Ausbildungen bietet dir gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Es ist wichtig, etwas zu finden, das deinen Interessen entspricht. Es ist wichtig, etwas zu finden, das deinen Interessen entspricht und in dem du dich weiterentwickeln kannst. Und in dem du dich weiterentwickeln kannst. Mit einer guten Ausbildung legst du den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft in Deutschland. Mit einer guten Ausbildung legst du den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft in Deutschland.